Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute zu Electric Devils Community Tour 2024, Anfang 2024, unsere erste Tour der Electric Devils hier in Koblenz. Und der Start ist gleich da unten am Deutschen Eck. Da geht's los, da werden wir mit rund 60 Devils uns auf den Weg machen hier, den Rheinradweg rauf, wie ich finde, eine der schönsten Ecken hier in Deutschland. Bisschen Burgen gucken, am Rhein entlang fahren, tippitoppi. Und haben heute Nacht hier in der Jugendherberge in Koblenz verbracht. Einige Devils, glaube ich, gut 20. Und das sieht jetzt schon hier wieder super aus, ne? Mit den Fahrrädern da aufgereiht. Und ich begebe mich jetzt auch mal zur Gruppe. Und dann geht's gleich los hier, Electric Devils Community Tour. Und ich lade dich herzlich ein, hier uns zu begleiten. Und damit wir uns alle auch nach der Tour noch an die Tour erinnern können, gibt es diesmal Teilnehmerbändchen hier. Und der Hülse verteilt die gerade auch ganz nett hier. Natürlich, ich bin immer nett. Zeig doch mal Hülse. Warte. Sehr schön. Ah, super. Die kann man sich dann an die Fahrradtasche dran machen oder ans Fahrrad oder an den Devil selber, um sich daran noch zu erinnern. Ich habe auch noch gar keins, fällt mir ein. Ach, dankeschön. Warte mal, stehst du da überhaupt drauf? Okay, hast du Glück. Das weiß ich gar nicht, wie ich mich drauf geschrieben habe. Ups. Und der Himmel ist ja wunderbar blau hier heute Morgen über Koblenz. Das war gar nicht selbstverständlich. Wettervorhersage hat uns gar nicht so das tolle Wetter hier vorhergesagt. Und es kann auch ein bisschen regnen unterwegs, aber egal. Und das fühlt sich gerade so ein bisschen an hier wie Klassenfahrt, 8. Klasse mit Aufenthalt hier Jugendherberge in Koblenz. Und so, jetzt machen wir einen kleinen Klassenausflug. Und das Besondere hier an der Jugendherberge ist ja, dass die hier in der Festung Ehrenbreitstein untergebracht ist. Und hier runter mit dem Rad ist ja gar nicht das Problem. Heute Abend wieder rauf könnte ein bisschen mehr Kondition erfordern, auch wenn wir mit dem E-Bike unterwegs sind. Aber herrliche Aussicht. Waren jetzt 5 Kilometer von da oben, von der Jugendherberge, jetzt hier runter zum Deutschen Eck, zum Start. Und die dunklen Wolken im Hintergrund, die ziehen natürlich vorbei. Und ich freue mich schon auf das Bild, was ich da gerade sehe. Devils, Devils, Devils. Guten Morgen! Moin, moin, moin! Ja, liebe Leute, eigentlich Auslöser, dass wir in Koblenz hier das Anradeln in diesem Jahr beginnen, ist hier der junge Mann hier, der Dirk. Hi, hallo. Wir haben uns ja im letzten Jahr, als ich hier ein bisschen Rheinradweg zurückgeradelt bin, Richtung Münsterland eigentlich, bin ich ja in Koblenz versackt, kann man so sagen. Ne? Wir haben einen netten Nachmittag. Einen längeren Nachmittag. In der Gastronomie verbracht und dachten, weiterradeln macht keinen Sinn. Und da kam auch die Idee auf, komm, lass doch eine Tour hier machen in Koblenz mit den Devils. Genau. Und heute ist es soweit. Ne? Super, ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch, dass du dann teilnimmst und Zeit gefunden hast, hier heute mit uns ein bisschen zu radeln. Gerne. Ilja, grüß dich. Hi. Hi, hi, hi. Und der Ilja hat bestimmt auch mit die weiteste Anreise wahrscheinlich gehabt, jetzt hier aus dem Allgäu. Nein, ich glaube nicht. Wir haben, einer von Ratzenburg, kann das sein? Ach so, aus dem Norden ist, ach okay, aus dem Norden ist heute, ja klar, weiter. Wir sind ja gar nicht im Norden jetzt hier. Das heißt, du bist heute Morgen aus Ratzenburg angereist jetzt hier. Richtig. Mit dem Auto oder mit dem Zug? Mit dem Auto. Echt? Respekt. Respekt, Respekt. Bitte? Halb drei losgefahren. Leute, das ist mein Einsatz hier. Ne? Um 2:30 heute Morgen losgefahren. Aber immerhin, ne? Gehst du auf dem Rad gleich einschläfst. Hast du Stützräder dabei? Nee. Brauchen wir nicht. Alles klar, das ist Einsatz. Das finde ich klasse. Spaß.
Ja, wir können natürlich nicht mit 60 Leuten hier auf einmal uns auf den Weg begeben. Das ist ein bisschen überfordernd für die anderen Verkehrsteilnehmer, so einen großen Pulk zu fahren. Und wir sind auch gar nicht gewohnt, in einer großen Gruppe zu fahren. Darum haben wir es in drei Gruppen aufgeteilt. Knapp 20 Leute pro Gruppe jetzt hier. Jeweils ein Guide vorne weg und Sicherungsfahrerin hinten mit Warnweste hinterher. Viel Spaß! Ja, die erste Herausforderung jetzt hier in Koblenz erstmal ein bisschen durch die Stadt rumkurven, durchkurven, weil nämlich der Rheinradweg unten gesperrt ist. Wir wollten eigentlich richtig schön vom deutschen Eck aus Rhein entlang radeln, ging nicht. Rheinradweg gesperrt und darum jetzt hier ein bisschen durch die Stadt gekurve. Geht halt nicht anders. In einer großen Gruppe natürlich immer eine Herausforderung. Ja, und hier links sieht man den Grund, warum wir halt durch die Stadtkurve mussten. Hier ist eine Baustelle und Rheinpromenade hier gesperrt. Aber jetzt, liebe Leute, jetzt geht es hier am Rheinradweg weiter. Ja, rheinauf. Also jetzt hier linksrheinisch, rheinaufwärts. Ja, ich bin nicht der Einzige, der hier heute mit der Kamera unterwegs ist. Ich glaube, ich habe 12 Kameras gezählt. Bin mal gespannt, nachher wird es ja 12 YouTube-Videos davon geben. Und da mag man vielleicht jetzt meinen, ja, wieso von einer Geschichte muss es da unbedingt so viele Videos geben? Warum macht ihr das nicht irgendwie zusammen, das Material? Nee, ist ja auch immer wieder spannend, auch für mich oder für die anderen, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ne? Jeder fährt so seine Tour und berichtet aus seinem Blickwinkel. Und von daher die gleiche Tour 12-mal verschieden nachher. Also hier links beginnt der Lahnradweg. Da vorne mündet halt die Lahn hier in den Rhein und schlängelt sich da durchs Lahntal. Bestimmt auch mal eine Reise, eine Tour wert. Ja, und hier rechts oben sehen wir das Schloss Stolzenfels. Und ich weiß jetzt alle so genau, ich habe ja keine Ahnung, wie immer. Ich bin ja der Ahnungslose. Aber der Dirk hier, ne? Ja. Da habe ich natürlich einen Vorteil, dass er hier alles erklären kann. Bevor ich wieder Quatsch erzähle. Ein gefährliches Halbwissen von mir. Ja, was heißt gefährliches Halbwissen, aber als Einheimischer hier. Ja, natürlich. Bisschen was weiß man. Besser als ich, wenn ich wieder von Google Maps ihren Quatsch ablese. Ja, Freunde, an diesen Ort hier, an die Gaststätte und den Biergarten hier kann ich mich noch gut erinnern, als ich im letzten Jahr aus dem Allgäu zurückgeradelt bin und nur bis Koblenz gekommen bin. Aber war ja gut so. Und da habe ich halt den Dirk getroffen und in dem Biergarten, da haben wir uns nett unterhalten. Ja. So war das. Wir waren sehr durstig. Ja, stimmt, wir waren sehr durstig, wir waren ja. Sehr durstig. Ja, ich bin auch den ganzen Tag schon Rad gefahren da davor. Ja, ich musste ja, ich bin ja aus Mainz gekommen und musste ja Bingen Fähre rüber und erstmal hatte ich am Morgens das Problem, erstmal keine Fähre gefahren ist. Von der Schranke bin ich fast erschlagen worden, wenn er das Video noch nicht gesehen hat, weil ich habe nicht vor der Schranke gewartet, die geht ja schräg runter. Ich habe dieses komische Gittergetöse von der Schranke auf die Schulter bekommen, so nah stand ich dran. Und stand dann innerhalb der Schranke, also der Gleisseite, aber der hat das dann direkt wieder hochgemacht, der gute Mann mit dem Knopf. Ja, ja.
Und hier ist jetzt ja auch Koblenz zu Ende, ne? Das ist das Ortsschild. Ja, ja, genau. Hier fahren wir jetzt Richtung Rhens. Hier und die Riso-Müller-Fraktion hier, hätte ich fast gesagt, die kann auch auf dem Holperstein hier fahren. Das ist die gute Federung. Das ist die gute Federung. Das ist ja auch das Super Delight, ne? Jo. Mittlerweile kenne ich mich auch mit Riese-Müller-Rädern aus. Wenn man es oft genug falsch gesagt hat und korrigiert wurde, dann weiß man Bescheid. Das hätte mir natürlich auch gefallen, hier so eine Kleingartenparzelle hier direkt am Rhein. Das ist doch schon hier Luxus pur. Was nicht alle hilft. Ich hätte gedacht, das wäre so besonders teuer hier, so ein Rheingrundstück, aber so Kleingartenparzellen gibt es da hier auch, ne? Ja, ja, absolut. Achtung, Gegenverkehr. Und das heißt jetzt Rhens, wo wir hinkommen, richtig? Genau, wir sind jetzt in Rhens. Ich kann mir was merken, Leute. Ganz was Neues. Auf der anderen Rheinseite seht ihr die Marxburg vom Braubach. Und der Dicker gerade erzählt, die Japaner wollen die hier abbauen und dann mit nach Japan nehmen. Ist aber nicht genehmigt worden und darum haben sie sich die einfach nachgebaut. Also in Japan steht das gleiche nochmal. Ja, hier das Stück am Radweg. Das habe ich extra für euch bauen lassen. Ja. Das ist ganz neu. Aha. Und wir haben hier gefühlt alle 20 Meter eine Bank mit Fahrradständer. Sehr gut, Dirk. Ja. Also schaut die Stadt hier deine Videos anscheinend und hat mal zugehört. Sehr gut. Campingplatz Gaststätte, das klingt doch nach einem Plan, liebe Leute. Das sieht doch aus hier wie Pausenstation Nummer 1. Das zaubert mir doch direkt ein Lächeln ins Gesicht. Und die anderen hier glaube ich auch. Ja, so gefällt uns das hier. Schön beisammen sitzen, ein bisschen Pause machen. Eine rauchen. Nein. Nein. Kinder, wem gehört der Bock hier? Mit der Rixnunka, warum ist da kein Aufkleber drauf? Neuling. Neuling? Ja. Das ändern wir mal, ne? Danke. Ich wollte dich gerade anschwärzen. Das ist mal Einsatz hier vom Felix. So muss das sein. Das muss ja alles hier mit Recht und Ordnung, ne? Ah. Oh, noch einer. Aber egal, QR-Code ist glatt, man kann scannen. Felix. Läuft. Und noch ein. Kommt der Felix richtig in Stress. Das lassen wir ja gar nicht hier auf uns sitzen. So, wir sind Mangel abgestellt. Mangel abgestellt, sehr gut. Hi. Ja. Ja, die Gaststätte hier am Campingplatz hat extra für uns heute geöffnet. Da sind wir natürlich auch dankbar, dass wir hier willkommen sind. Draußen. Oh. Und da ist ja. Erik extra was vorbereitet. Erik ist da. Hallo. Guck mal, weil ich extra für uns aufgemacht habe. Eine Auszeichnung. Ein Unikat. Speziell. Oh. Ach, dein Rollator ist gefallen. Du, wer freut dich mehr? Dankeschön. Ja, am Ende ist doch ein bisschen Regen, Hagelschauer jetzt hier sogar an der ersten Pausenverpflegungsstation hier auf dem Campingplatz. Und jetzt ist aber weiter hier. Der Himmel hat sich ein bisschen aufgeklärt und wir freuen uns, dass wir zusammen weiterradeln können. Und auch in einer großen Gruppe jetzt hier
weil wir gehen mal nicht davon aus, dass auf dem Rheinradweg jetzt noch Leute entgegenkommen bei dem Wetter. Sondern wir fahren jetzt mit 60 Devils hier als Gruppe zur Rheinfähre nach Boppard. Sag mal, Hülse, ja. Warum kennst du dich eigentlich hier aus? Warum kennst du den Weg? Ja, weil ich kann. Ach so. Weil ich einer von jenen bin, die vorher gesagt bekommen haben, wo es hergeht. Ah. Hülse weiß also, wo es lang geht. Ja, mittlerweile auch jetzt richtig frisch hier, wo die Sonne nicht mehr scheint. So ungefähr 5 Grad haben wir es hier draußen nach dem Hagelschauer. Und das ist schon ziemlich schattig an den Fingern, aber egal. Ne? Die Gemeinschaft zählt und von daher freuen wir uns, dass wir heute hier zusammen unterwegs sein dürfen. Mittlerweile Kilometer 27 jetzt hier kurz vor Boppard. Sonne kommt gerade wieder raus. Gerade ein kleines Scheuerchen sieht man, glaube ich, ganz gut hier auch bei den Brillengläsern. Aber trotzdem tut dem Ganzen keinen Abbruch. Hier eine herrliche Gegend hier am Rhein und für mich immer wieder wie Urlaub, wenn ich unterwegs sein darf. Ja, und hier in Boppard werden wir jetzt die Rheinseite wechseln mit der Rheinfähre. Und das Coole ist ja auch, dass wir da alle drauf passen. Alle Devils auf einmal jetzt hier einmal in Boppard über den Rhein. Wir haben natürlich einen Vorteil jetzt hier heute, dass wir einen Harry dabei haben, der die Tour nicht mitradeln kann aus gesundheitlichen Gründen. Ist für dich natürlich scheiße. Aber so weit vorne. Aber so weit vorne. Aber ist natürlich der Vorteil für uns jetzt hier, dass wir ein Begleitfahrzeug haben und auch mal ein paar Sachen unterbringen können und dass du uns halt begleitest. Ne? Das sieht so trocken aus. Da sieht man auch, dass du uns begleitest und dass wir halt hier... Und ich konnte ja schon ein Fahrrad aufnehmen. Das erste Fahrrad, ja. Klapprad hat er schon eingepackt hier. Ja. Und ups. Ja, angedockt. Ich würde sagen, wir sind angekommen. Bisschen grob eingeparkt. Und so schnell kann man 146 Euro ausgeben, hat die Fährfahrt gekostet. Ich setze einmal bis hinten hin zu. Genau. Hat jemand mein Fahrrad gesehen? Wo ist der Peter?
Die erste Panne? Bitte? Die erste Panne sehe ich schon. Wo ist die Panne? Ja, die Frisur sitzt nicht hier. Da. Ja, okay, das kann sein. So. Jetzt geht's wieder. Ja, bitte. Ja. Die nächsten können los. Ja, mittlerweile Kilometer 30 jetzt hier im Boppard. Und weiter geht's jetzt rein abwärts, also rechtsrheinisch, Richtung Lahnstein. Und die eigentliche Devils-Tour jetzt ist Kilometer 25, aber wir sind ja zum Start runtergeradelt von der Jugendherberge. Das waren ja auch schon gut 5 Kilometer und von daher sind bei mir jetzt auf dem Tacho hier Kilometer 30. Guck mal hier, Wein und Obstgut. Aber keine Zeit, wir müssen weiter. Ja, und der Dirk fährt in einer anderen Gruppe, von daher kann ich jetzt nicht fragen, was wir jetzt hier sehen, aber finde ich interessant, weil hier rechtsrheinisch bin ich eigentlich noch nie unterwegs gewesen und dass der Rhein hier sozusagen in Anführungsstrichen überläuft, das kenne ich gar nicht, das Spektakel hier. Und das Ganze in Osterspey. Ja, Kilometer 39, für mich zumindest jetzt hier, also Kilometer 34 bei der Devils Tour. Und herzlich willkommen in Braubach im Rhein-Lahn-Kreis. Und oben nochmal die Marksburg. Ja, und hier in Braubach machen wir jetzt die zweite Pause auf dem Campingplatz. Jetzt hier hat der Erik alles organisiert. Nochmal danke, Erik, dafür. Da hinten läuft er in der orangen Jacke. Und genau passend jetzt zum kleinen Regenschauer ein bisschen unterstellen. Mittlerweile sind wir wieder unterwegs, jetzt hier Richtung Lahnstein zum Abschluss der heutigen Tour. Und wir müssen ein bisschen Gas geben, der Himmel zieht sich ein bisschen zu. Dann sieht auch ein bisschen nach Regen aus. Ja, nach knapp 50 Kilometern insgesamt jetzt hier heute für mich und ja gut 43 Kilometer dann für die Devils Tour jetzt hier das Brauhaus in Lahnstein, Maximilian Brauhaus, das Ziel.
Das Video ist gleich zu Ende und ich stehe schon wieder an dem Punkt, an dem ich das Video begonnen habe. Allerdings war der Start gestern Morgen hier unten mit unserer Electro Devils Community Tour Koblenz unten am Deutschen Eck gestartet. Und hier in der Jugendherberge Ehrenbreitstein sind wir untergekommen. Und ihr seht schon hier Aufbruchstimmung. Das heißt, die Tour war gestern, aber ich habe gar keine Abmoderation mehr gemacht. Und ich wollte natürlich nicht nehmen lassen, euch noch hier vernünftig Tschüss zu sagen und danke fürs Zuschauen. Aber letztes Stück von der zweiten Pause nach dem zweiten Campingplatz, an dem wir da angehalten haben und ein bisschen uns aufgehalten haben, unterhalten haben, hat angefangen zu hageln und es war richtig heftig, so dass ich die Kamerasachen weggepackt habe und wir zugesehen haben, dass wir in der Gaststätte angekommen sind. Hier noch ein paar Bilder aus der Gaststätte hier. Maximilian Brauwiesen war das in Lahnstein. Haben einen super Abend gehabt, war richtig schön. Und möchte noch mal bei allen bedanken, die dabei waren, die die Tour dementsprechend zum Gelingen beigetragen haben, halt durch jeden Teilnehmer, jede Teilnehmerin, die dabei waren, halt vorbildliches Verhalten, dass wir keine anderen Verkehrsteilnehmer behindert haben. Die drei Gruppenfahren hat auch geklappt, sodass wir gelernt haben, wir können auch, egal wie groß die Gruppe insgesamt wird, wenn wir es in kleine Grüppchen aufteilen, eigentlich überall, mit egal wie viele Personen auch unterwegs sein, wenn man am Ende des Tages eine Gaststätte findet, wo noch alle reinpassen. Also, gar nicht lange schnacken jetzt hier. Ich sag danke fürs Zuschauen, danke für uns Begleiten hier. Und wer sich näher jetzt für Electric Devils interessiert, unten in der Videobeschreibung natürlich Link zu unserer Webseite, kann man gerne Mitglied werden. Kostet auch nichts, ne? Das Gefühl, E-Bike-Rocker zu sein, ist absolut kostenlos. Ist einfach ein Gefühl, dabei zu sein, dazuzugehören. Also in dem Sinne nochmal Dankeschön und alle Jute, bleibt gesund, bis demnächst. Euer Swobo. Und ich gehe jetzt mal mein Fahrrad da hinten aus dem Verschlag holen, Sachen packen und dann geht's nach Hause. Ciao.